Hallo, ihr Lieben, kennt ihr schon Manfred? Nein? Na doch, ich habe einige gehört, die haben ja schon geschrien. Das ist Manfred. Manfred ist ein süßer, kleiner, knubbeliger Zyklop. Könnt gerne noch weitere Adjektive einfügen. Mit einem Geweih auf dem Kopf und einem Schal um den Hals, könnte ja kalt werden, ne? Den nehmen wir uns heute zur Brust, beziehungsweise wir nehmen uns seinen kleinen Freund zur Hand. Der braucht natürlich auch noch einen Namen. Der kriegt im Laufe des Videos, werde ich dem noch einen Namen verpassen. Alle kriegen bei mir einen Namen. So, das Set heißt Fröhlicher Winter. Ich packe euch selbstverständlich wieder alles unten in die Infobox. Und ihr seht ja schon, was hier alles noch so im Set enthalten ist, ne? Hier ein grüner Zweig und ein paar Punkte für den Hintergrund, eine Wolke. Ein Hügel mit einem kleinen Bäumchen drauf. Ihr habt einen großen Hügel, wo ihr die beiden dann draufsetzen könntet. Hier nochmal kleine Zweige. Aber das finde ich witzig. Da müsste ich fast mal die Mädels fragen. Das sieht aus wie ein Hügel, wo ein Pfeil drauf zeigt. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe schon ein Kartenrolling vorbereitet und eine Mattung. Und die besteht diesmal aus Designerpapier, denn ich dachte mir, zu diesem kleinen süßen Fratz hier unten passt dieses Designerpapier, was wie gestrickt aussieht. Beziehungsweise es ist gestrickt und ein weißer Kartenrolling. Und diese Mattung werden wir uns jetzt erstmal verschönern, bevor wir uns den kleinen Kerl aufstempeln. Dann nehme ich mir meine Stempelhilfe zur Hand. Halt, bevor ich wieder anfange, nehme ich mein Säckchen diesmal. Ich weiß, ich habe hier raufgepackt, denn wir embossen eine Runde. Also schmiere ich das einmal, beziehungsweise pudere ich das einmal komplett ein, denn es kommen zwei Sachen drauf und die werde ich gleich ja, zusammenpacken. Brauche ich ja nicht einzeln machen. Also einmal die Stempelhilfe. Ich versuche hier mal nicht so zu knallen wie sonst. Und dann habe ich mir noch zwei Sets rausgesucht. Einmal den Spruch, der kommt aus dem Set Besinnliche Weihnacht, was ich ja letztens schon verwendet habe, dieses große Motiv hier. Ich möchte aber diesmal dieses schöne Frohes Fest benutzen, was so wunderschöne Schreibschrift ist. Und dann aus dem Set Ovale Weihnacht brauche ich einen Kranz. Und ich dachte mir, dass dieser hier oben eigentlich ganz gut passt. Also schnappe ich mir diesen jetzt. Der kommt jetzt hier oberhalb hin. So. Und dann, wie gesagt, das frohe Fest. Das packen wir etwas weiter unten hin. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu. Ah, ich habe es ganz schön knapp bemessen. Eieieiei. Oh, ich hoffe, das geht trotzdem. Macht es eventuell ein bisschen breiter, eure Karte und eure Mattung, wenn ihr das nicht so an der Kante haben wollt. Also, es ist nicht direkt an der Kante, aber es ist schon nah dran. Ich dachte, ich habe es ein bisschen weiter bemessen. Na gut. Ist nicht schlimm. Das werden wir jetzt einmal mit Versamark einkleistern. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Und dann pudern wir uns das jetzt ein mit Weiß. Ihr könnt es natürlich auch in Silber machen, würde bestimmt auch gut aussehen. Oder vielleicht nur den Kranz in Silber und die Schrift dann in Weiß. Einfach mal ausprobieren. Ich mache beides in Weiß. Denn das kleine Knubbelchen werden wir dann wahrscheinlich in Grau machen. Ich guck gleich nochmal. So, einmal komplett einpudern. Ich hoffe, ich habe alles erwischt, weil hier drauf sieht man das nicht so gut. Aber es sieht gut aus. Guck mal. Das ist doch schick. Sehr, sehr schön. Also der Spruch ist wunderschön. Ich würde auch gern so schreiben können. Ja, ist alles eine Übungssache, ne? Wenn man sich mal Zeit dafür nehmen würde. Ha, bei solchen Sachen bin ich ja manchmal ungeduldig. Wenn es denn nicht gleich funktioniert, ne? So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Das sieht gut aus. Einmal Pülverchen. Oh, weg. Natürlich. Ah, kippe ich es wieder auf den Tisch. Nein. So war das nicht gedacht. Schaufel. Schaufel, Schaufel. Das sieht doch jetzt schon klasse aus. Jetzt füllen wir das einmal. So schön. Leider ist es hier unten nicht so gut geworden. Könnt ihr das sehen? Das ist so fleckig und nicht ganz weiß, aber ich habe hier schon was zum Schummeln hingelegt. Ich werde das nämlich erstmal aufkleben und dann werde ich mit meinem weißen Posca-Stift einfach nochmal nachgehen. Ich hoffe, das hält auch, weil das ja so glatt ist, aber ich denke schon. Weil das finde ich ein bisschen schade drum. Aber wenn man schummeln kann, dann, na, warum nicht? So, also einmal das Ganze aufkleben. Ich klebe es jetzt so auf. Können natürlich auch 3D-Punkte benutzen. Hier drauf und ihr seht schon, der Rand ist auch ziemlich groß.
Schon ein bisschen besser. So, während das Geschummelte jetzt trocknet, werden wir uns jetzt klein Fritzchen, dachte ich mir. Wir machen jetzt kleine Fritzchen draus. Nehmen wir uns jetzt kleine Fritzchen zur Hand und werden uns den mit Grau auf Weiß stempeln. Man könnte es jetzt auch natürlich embossen mit Silber. Oder was vielleicht auch schön wäre, andersrum. Quasi mit Weiß auf Grau embossen oder stempeln. Aber ich mache es mal so rum. Und jetzt in Grau, da habe ich mir jetzt rausgesucht, Distress Oxide Hickory Smoke. Denn das, was ich habe von Stamp Market, ist mir jetzt zu dunkel. Ein kleines Fritzchen soll nicht so dunkel sein. Also machen wir den ein bisschen heller und dann nehme ich einfach das Distress Oxid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ihn natürlich auch noch ausmalen. Das werde ich diesmal nicht machen. Ich finde den nämlich so, wie er ist, schon ganz niedlich. Er ist so süß und mir ist gerade noch eingefallen, dass die Mädels gezeigt hatten, dass man ihm ja sogar noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Das ist dieser Stempel hier, wenn ihr euch fragt. Da ist eine Nase und ein Mund und dann könnt ihr den Kleinen auch noch lächeln lassen. Also es sieht aus, als würde er lächeln. Süß. Ich hoffe, er ist soweit trocken, dass ich ihn jetzt auch ausschneiden kann. Wenn nicht, werde ich ihn mal kurz anföhnen. Aber es sieht ganz gut aus. Also einmal rundherum. Während ich hier gerade so ausschneide, kam mir die Frage in den Kopf, dass ich ja euch gerne mal fragen wollte, was ihr so in nächster Zeit, so nach Weihnachten, gerne sehen wollen würdet. So die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zum Beispiel. Da fällt es mir persönlich immer ein bisschen schwierig, ja, etwas zu machen, weil am liebsten würde ich dann schon mit Frühling anfangen, aber es ist ein bisschen sehr früh, ein bisschen sehr zeitig. Und für Silvester werde ich vielleicht so ein, zwei Sachen machen, muss ich mal gucken. Aber dann, oder was halt danach, ne? Was ist dann nach Neujahr? Da wäre dann ja auch eigentlich Winter. Valentinstag weiß ich gar nicht, ob ich da unbedingt was mache. Mal gucken. Aber ja, so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zum Beispiel. Was hättet ihr denn da für Ideen? Was möchtet ihr gerne sehen? Das würde mich wirklich sehr interessieren. So, und schon ist er fertig. Der ist so süß. Ich finde den wirklich goldig. Ich würde mir den hier so irgendwo hinsetzen, dass der mich jeden Tag anguckt. Und der kommt jetzt hier in den kleinen Kranz rein. Dann nehmen wir uns 3D-Punkte. Wo habe ich sie denn? Guckidi-guck. Und ich glaube, ich muss schon wieder welche bestellen. Das sind meine letzten großen. Oh mein Gott, ich habe nur noch kleine. Oh, also, ich esse die doch wirklich nicht. Wie geht denn das? Habe ich so einen Verbrauch mit denen? Naja. Wir müssen die nächsten Projekte dann halt nur klein draufkriegen. So. Einmal klein Fritzchen hier in dem. Oh, ist das süß. Das Gestrickte passt super zu diesem kleinen Knilchi. Ach, darf natürlich eins nicht fehlen, sonst würde ich ja nicht heißen, wie ich heiße. Ne? ich nehme diesmal Silber-Silber, also Silver Lining. Das sind ja diese Crystal Drops. Und da werde ich mir noch ein paar in den Kranz reinsetzen, weil mir fehlt irgendwie noch so was Silbriges. Man könnte natürlich irgendwo noch ein Silberglöckchen hin hängen oder mit rankleben wäre auch sehr süß. Aber ich finde das so schlicht, wie es ist, eigentlich richtig schön und werde jetzt hier, wie gesagt, noch ein paar kleine Akzente reinsetzen. Ihr Lieben, wir haben fertig. Ich finde die Karte so süß. Ich bin so verliebt in diesen kleinen Knilch. Und ihr seht ja, wie schnell das jetzt ging. Also wenn ihr noch eine schnelle Karte braucht, kleine Schummelei sieht man auch nicht, ne? Das sehen ja immer nur wir Bastler selber, aber der Beschenkte sieht es ja dann eigentlich nicht. Das kann man so lassen. Ihr seht schon, hier habe ich überall klitzekleine Nuvos noch mit reingesetzt. Ich finde, das lockert es nochmal so ein bisschen auf. Und klein Fritzchen ist wohlbehütet im Kranz. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde die wirklich richtig, richtig toll. Ihr könnt es ja auch in anderen Farben ausprobieren. Also so quasi so Ton in Ton, ne? Aber dann halt vielleicht mit Braun oder mit Lila oder mit Rot. Ist bestimmt auch wunderschön. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!